Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute mal eine andere Location, nämlich das Auto, weil in der Wohnung wird was umgebaut und da war es etwas laut und deswegen haben wir gedacht, wurscht, shit happens. Ich fahr sowieso zum Physiotherapeuten und habe dann meine neue Sitzung abgehalten und drehe halt das Video im Auto. Deswegen schaue ich vielleicht ein bisschen zerknautscht aus und im Auto wird es immer langsam wärmer und wärmer. Das heißt, wenn ich immer röter im Gesicht werde, ist es nicht, weil ich verlegen bin, weil es einfach eine gewisse Temperatur schon im Auto hat. Aber ich habe mir gedacht, ich drehe euch kurz das Video ab. Also ich kann sagen, Physiotherapeut mache ich immer mehr und mehr Fortschritte. Also ich bin immer begeistert, was ich in kürzester Zeit jetzt wieder alles kann, was ich monatelang nicht konnte. Und ich ärgere mich immer mehr und mehr, warum ich das so lange herausgezögert habe. Wenn das Leben doch so lebenswerter macht, wenn man doch Schritte machen kann ohne Schmerzen, sich hinsetzen kann ohne Schmerzen. Das ist wirklich traumhaft. Das ist wirklich schön zu sehen, was ich alles mittlerweile kann, und dadurch, dass ich das alles dokumentiert habe mit YouTube und auch mit euch teile, kann ich mir immer die Anfangsvideos anschauen und immer rückblicken, wie es mir anfangs doch so gegangen ist, und das vergisst man doch ziemlich schnell, wie es einem doch ergangen ist. Ja, das waren mal die guten Nachrichten. Leider habe ich auch nicht so schöne Nachrichten. Es ist leider so, dass ich erneut eine Bildgebung machen musste, weil die Schmerzen links immer schlimmer wurden, weil ich aufgrund der rechten Operation vom rechten Hüftimpingement die linke Seite mehr belastet habe. Ist natürlich klar, weil die rechte Seite dann heilen musste. Ja, und dadurch wurden immer die Schmerzen schlimmer und daraufhin wurde eine neue Bildgebung gemacht. Ich hatte jetzt das Gespräch mit dem Arzt, der hat gesagt, ja, es besteht leider die gleiche Befürchtung wie bei rechts, dass das Labrum eingerissen ist oder einreißen könnte, und mir empfohlen wird, jetzt eine Operation durchzuführen. Obwohl es dann ziemlich knapp hintereinander ist, es ist dann halt so, wie es ist. Mir wurde halt gesagt, ein Labrum kann man nicht ersetzen, wenn es mal etwas so stark beschädigt ist, dass man das nicht mehr reparieren kann. Kann man es auch nicht mehr ersetzen, und dann ist eine größere Abnutzung vorhanden. Und deswegen habe ich mich jetzt darauf eingelassen, auf die Operation. Sie wird im Hochsommer stattfinden, das finde ich auch nicht wirklich angenehm, weil ich weiß, wie sehr dass alles angeschwollen ist nach der Operation, und höhere Temperaturen beschleunigen den Prozess, dass das alles mehr anschwillt oder schneller anschwillt, als wie man denkt. Also, da muss man eventuell mehr kühlen. Aber es ist jetzt, wie es ist. Ich kann es eh nicht ändern. Im nächsten Video werde ich euch definitiv mitnehmen zur Voruntersuchung und will euch das mal zeigen, wie es alles bei der Voruntersuchung abläuft. Ich versuche so viel zu filmen wie möglich, allerdings müsst ihr bedenken, es ist ein Krankenhaus und nicht jeder möchte gefilmt werden, und deswegen versuche ich so viel wie möglich einzufangen, aber ich kann euch nicht viel versprechen, und das wird dann definitiv als nächstes hochkommen, hochgeladen, das Video. Und so, typisch ich war jetzt gerade wieder am Schnitt. Und da ist mir aufgefallen, ich wollte noch einen kleinen Reminder aussprechen an mein Gewinnspiel auf Instagram. Das findet noch bis 16.07. statt, gemeinsam mit Palmsuits. Palmsuits ist eine Sportbekleidungsmarke, wo ich auch meine ganze Sportbekleidung da habe. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, folgt mir gerne auf Instagram, da werde ich jetzt auch immer mehr aktiver. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, und dann sehen wir uns beim nächsten Video.